Heute will ich mal zeigen, dass es mal gar keinen Sinn macht, Vista auf einem EPC zum Laufen zu bringen. Ich starte den Rechner. Wie immer der EPC-Screen. Windows startet. Nach einer unendlichen Zeit immer noch nichts. Eine abgehackte Melodie. Ich melde mich an. Und wieder warten. Ach ja, das ist kein Scherz. Es handelt sich tatsächlich um ein Vista Ultimate. Da sind wir schon. Auf den Aero Desktop kann man allerdings verzichten. Vielmehr, man muss. Mein verzweifelter Versuch, alle Treiber zu installieren, führt zu etlichen Fehlermeldungen. Klar, die sind auch für XP gedacht und nicht für Vista. Wieder ewige Ladezeit. Das Verstellen des Bildschirms beziehungsweise die Desktop-Auflösung funktioniert. Wenigstens eine nette Sache. Nach wieder langer Wartezeit. Ich stelle wieder mal zurück. Oder auch nicht, es passiert nichts. Wollen wir mal Startmenü öffnen. Welch ein Erstaunen. Wieder nix. Ah, jetzt haben wir eine Sidebar, die sieht aber etwas komisch aus. Skype-Anmeldung, das minimiere ich mal. Reagiert auch nicht. Okay, also Bildschirm zurückstellen. Auf 1024x600. Jetzt. Ich starte Firefox, leider über eine Kabelverbindung und nicht wireless, weil, wie gesagt, Treiber. Gibt Probleme, macht Probleme. Das interne Scoring von Vista ist übrigens bei 1 für den EPC. Gehen wir mal auf Google. Ein Erstaunen. Es hängt. Selbst die einfache Eingabe einer Adresse kann offensichtlich nicht ohne weiteres verarbeitet werden. Ja. Der Fensteraufbau lässt sehr zu wünschen übrig. Alles dauert ewig lange. Also Windows Vista ist nicht bedienbar auf dem EPC 900. Wer auch immer das Video ins Netz gestellt hat, mit Vista in einer Ultra-Performance auf dem EPC, hat vermutlich gemogelt. Würde ich jetzt mal spontan sagen. Ich fahre den Rechner wieder mal runter. Dafür ist auch sehr viel Zeit erforderlich. Die Kamera hätte ich jetzt noch demonstrieren können. Die funktioniert, auch unter Vista. Aber was bringt's? Auf einem absolut schrottigem, nicht performanten System. Ich meine nicht den EPC. Da brauchen wir auch keine Videokamera bedienen. Ja, der Rechner fährt noch immer runter.
Noch immer? Ich denke, ich breche an der Stelle mal ab. Das Runterfahren dauert ungefähr 8 Minuten. So lange wollen wir uns den Screen doch nicht anschauen, oder? Wir können mal auf den schönen Ultimate-Schriftzug. Ja, damit wäre jetzt klar, was man auf dem EPC nicht verwenden sollte. Kein Windows Vista. Macht absolut keinen Sinn.